Willkommen im Internet. 10 unfassbare Gründe, warum wir Aufzählungen nicht widerstehen können. Und warum diese Frau ihre Zuschauer verarscht. Jetzt bei MyLab. Listicles. Artikel oder Beiträge in Listenform überschwemmen das Internet, weil sie unglaublich gut funktionieren. Warum? Naja, weil uns manche so hart clickbaiten, dass wir gar nicht anders können. Aber es gibt noch mehr. Hier 10 wissenschaftliche Gründe. Nummer 1. Zahlen fallen auf. Wenn wir im Internet unterwegs sind und durch so ein Feed scrollen, werden wir überflutet mit Bildern und Artikeln. Bevor wir uns überhaupt bewusst dafür entscheiden, ob wir auf einen Artikel draufklicken oder auf ein Video, muss es uns erstmal auffallen. Alles, was anders ist als der Rest, alles, das irgendwie aus der Reihe tanzt, fällt uns ins Auge. Das wurde auch schon mit Eye-Tracking-Experimenten gemessen. Natürlich ist es im heutigen Internet fast schon unmöglich geworden, überhaupt noch irgendwie aufzufallen. Aber trotzdem ist es ein visueller Bruch, wenn eine Zahl in einem Titel voller Buchstaben steht, was im allerersten Moment Aufmerksamkeit auf sich zieht. Nummer 2. Wir lieben es, Dinge zu gruppieren. Wir verarbeiten Informationen, indem wir sie in kleinere Stücke zerteilen. Genau wie es eine Liste tut. Jetzt könnte man natürlich sagen, so ein BuzzFeed-Artikel sind keine Informationen. Da gibt's doch nichts zu verarbeiten. Naja, also auch diese blaue Wand ist eine Information, die euer Gehirn natürlich erstmal verarbeiten muss. Das können wir sogar kurz testen. Wie viele Punkte seht ihr hier? Wie viele Punkte seht ihr hier? Und wie viele sind hier? Wie seid ihr beim Zählen vorgegangen? Habt ihr die Punkte einzeln abgezählt? Nein, wahrscheinlich habt ihr sie eher in Gruppen eingeteilt. Obwohl es natürlich nicht schwierig ist, ein paar Punkte zu zählen, benutzen wir das Hilfsmittel Gruppieren, sobald es mehr als 6 Punkte sind. Eine gedankliche Zerlegung in kleinere Gruppen oder kleinere Segmente hilft uns einfach dabei, den Überblick zu behalten. Eine Liste oder Aufzählung verspricht uns segmentierte Info, die uns häppchenweise präsentiert wird, genau wie unser Gehirn es gerne hat. Aber manche Zahlen sind dabei besser als andere. Die Zahl 10 ist besonders unwiderstehlich. Wir mögen glatte Zahlen, einfach weil wir beim Verarbeiten von Zahlen oft in 10er- oder 100er-Gruppen denken. So ähnlich wie bei unserem metrischen Einheitssystem. Dass wir in 10er-Gruppen denken, sieht man auch an sämtlichen Ranking-Listen. Top 10, Top 20, Top 50, Top 100. Wir wollen keine Top 9 oder Top 11-Listen, obwohl es prinzipiell genauso interessant wäre. Nein, wir möchten runde Zahlen. Das deckt sich auch mit der Statistik aus dem Königshaus der Listicles, BuzzFeed. Die Zahl Nummer 10 ist die häufigste Listicle-Länge, weil sie wohl am besten funktioniert. Und deswegen habe ich euch heute auch dreist angelogen und euch gesagt, dass ich 10 Gründe habe. Obwohl ich eigentlich nur 3 Gründe habe. Verarscht. Wie sauer seid ihr? Stimmt hier oben ab? Vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, dass in Listicles ein und derselbe Punkt mehrfach erwähnt wird, nur anders formuliert oder anders verpackt. Das hätte ich natürlich auch machen können in diesem Video, um so auf 10 Gründe zu kommen. Unabhängig von den runden Zahlen erwarten wir von Listicles mit höheren Zahlen, dass die einzelnen Punkte nicht besonders anspruchsvoll sein werden. Wenn ich 10 oder 20 Gründe oder Fotos oder Arten habe, dann erwarte ich kurze, leicht verdauliche Infos, die ich mal so schnell wegsnacken kann. Wenn ich allerdings nur 3 Gründe habe, dann könnte eventuell jeder Grund für sich etwas länger und anspruchsvoller sein. Zum Beispiel sieht man auch bei BuzzFeed, dass es unterhalb einer Zahl von 5 kaum Listicles gibt. Ich meine, ein Artikel mit 3 Punkten wird halt nicht aus nur 3 Sätzen oder nur 3 Fotos bestehen. Aber wollen wir denn nicht mehr in die Tiefe? Nope. Nummer 3. Wir mögen Quatsch, weil es einfach ist. Klar sind viele Listicles dumm, aber sie sind auch einfach. Und das mögen wir. Cognitive Fluency oder manchmal auch nur Fluency beschreibt das subjektive Empfinden darüber, wie schwer oder einfach es uns fällt, Informationen zu verarbeiten. Je einfacher etwas zu verarbeiten ist, desto mehr fluent ist es. Und es muss jetzt noch nicht mal sowas sein wie Quantenphysik versus das kleine 1x1, sondern sowas wie ein übersichtliches Bild versus ein unübersichtliches Bild. Und es ist super interessant, wie Fluency uns beeinflusst. In einer Studie zeigte man verschiedenen Leuten immer denselben Satz, der aber verschieden gut visuell lesbar war. Wenn der Satz leichter zu lesen war, wurde er auch eher als wahr empfunden. In einer anderen Studie wurden Firmen beobachtet, die zum ersten Mal an die Börse gingen. Firmen, deren Namen einfach im Sinne von fluent waren, waren im Schnitt deutlich erfolgreicher als Firmen mit non-fluent Namen. Listicles sind extrem fluent, aus all den Gründen, die wir gerade unter Punkt 2 besprochen haben.
gesprochen haben, aber auch, weil sie in der Regel aus wenig Text und vielen Fotos oder GIFs bestehen. Und das finden wir super. Eine höhere Fluency führt außerdem zu einer höheren Retention Time. Die Leute schauen das Video eher zu Ende oder scrollen den Artikel eher bis zum Ende. Lesen. Also scrollen, ja. Man muss ja in der Regel nicht viel lesen. Und hier kommt noch ein wichtiger Punkt obendrauf, nämlich bei einem Listicle wissen wir genau, wie viele Punkte wir zu erwarten haben. Vielleicht kennt ihr das ja auch, ihr habt jetzt zufällig auf 15 Gründe, was auch immer, geklickt, seid aber nicht so überzeugt von den ersten 5 Gründen. Bei einem normalen Beitrag wird man an dieser Stelle wahrscheinlich wegklicken. Beim Listicle hat man aber eine bestimmte Anzahl, eine überschaubare Anzahl an Punkten vor sich, von denen man schon weiß, dass sie nicht viel Anstrengung von einem verlangen, was einen eher dazu verführt, weiterzuschauen, weiterzulesen und wer weiß, vielleicht ist ja der letzte Punkt gut. Was denkt ihr, warum sind BuzzFeed und Co. so erfolgreich mit ihren Listen? Hättet ihr auch auf dieses Video geklickt, wenn ich es genannt hätte, warum wir Listen mögen? Und findet ihr 10 Gründe auch klickenswerter oder ansprechender als 3? Schreibt es in die Kommentare und in der Endcard gibt es die 10 besten Listicles. Nummer 1. 12 krasse Fotos, bei denen dir die Luft wegbleibt. Nummer 2. 8 Arten, seinen Müll zu entsorgen. Nummer 3. Die 13 lustigsten Frisuren von Fußballspielern. Nummer 4. 10 Dinge, mit denen ihr sofort aufhören müsst. Nummer 5. 13 mysteriöse Dinge, die selbst Wissenschaftler nicht erklären können. Nummer 6. 10 Fakten, die du nicht wissen möchtest. Nummer 7. 16 Fotos, bei denen du schreien musst, wenn du Bücher liebst. Wer ist die Zielgruppe? Bücherwürmer, die auch BuzzFeed-Listen lesen? Nummer 8. 5 Dinge, die Frauen lieben, aber zu ängstlich sind zu fragen. Eine Gehaltserhöhung, ne? Nummer 9. 15 Menschen, die extrem viel Glück hatten beim Essen. Und Nummer 10. 5 Arten von Typen. Wir sehen uns nächsten Donnerstag, Freunde der Sonne. Bleibt sicher.